Salzkammergut, Oberösterreichische Landesausstellung 08. 14 zum Teil recht unterschiedliche Stationen, in denen das Land Oberösterreich auf seinen südlichsten Landstrich aufmerksam macht. Den vielleicht reizvollsten, sicherlich aber berühmtesten. Sie haben das Salzkammergut ja vorher schon gekannt. Wir lieben es. Das ist schön zu hören. Man hat das Gefühl, da ist die Zeit schon mehr stehen geblieben als bei uns. Das ist natürlich richtig, ja. Das denke ich mir auch immer wieder. Also das ist, wenn ich jetzt so unterwegs bin, ich komme in Salzkammergut, da hat man das Gefühl, es ist alles, die Zeit ist in Stein gehauen. Gell? Ja. Ein Land voller Mythen, Legenden und Klischees. Und jetzt wollen wir einmal wissen, was wirklich dran ist. Das Seeschlossort hatte in seiner Geschichte viele Aufgaben. Es war ein Kloster, die Stadtverwaltung war angesiedelt, es war aber auch Gefängnis. Mann, wo ist das jetzt eigentlich? Also, hallo! Wo ist jetzt das Schlosshotel hier? Ist doch unglaublich. Ist da ein Portier irgendwo? Sie sehen mir so aus, als würden Sie sich auskennen. Sagen Sie, wo ist denn jetzt hier dieses Schlosshotel? Wie die Zeit des Films noch da war, mit dem Schlosshotel Ort, war natürlich die Geschichte mit dem Hotel ein großes Thema, nicht, weil die Leute dann wirklich enttäuscht waren, dass das kein Hotel nicht ist, sondern dass es wirklich nur Filmkulisse war. Hotel befindet sich hier im Seeschloss leider gar keines. Dafür aber ein Restaurant, ein Standesamt, ein Trauungssaal, ja, und natürlich die Oberösterreichische Landesausstellung. Steirermühl, hier mit seiner Papierfabrik direkt an der Autobahn, das Tor zum Salzkammergut. Papier ist sowieso von Haus aus wichtig, braucht man immer. Nicht? Man hat zwar gesagt, wenn der Computer kommt, braucht man kein Papier nicht mehr. Ist aber nicht so, man braucht mehr denn je. Wie ich zum Lernen angefangen habe, war die schnellste Maschine 500 Meter pro Minute. Heute fahren wir 1700 Meter mit der Maschine. Da rennt es mir richtig kalt über den Bug, wenn ich da dran denke. Das ist ausgeschaut auch früher. Durch die technischen Quantensprünge, was in den letzten 20, 25 Jahren passiert sind, natürlich hat sich das Ganze auf die Menschen aufgewirkt. Es sind weit nicht mehr so viele Personen im Betrieb. Es hat sich alles stark zu den technischen Seiten hin verlagert. Die Personen selber, die was früher mehr körperlich gearbeitet haben, die das weiß noch von meinem Vater am Holzplatz, die haben wirklich noch mit den Holzhaken gestanget, wie wir gesagt haben, also Brühe gezogen, und das hat sich dann alles automatisiert. Und wie gesagt, hat auch dann natürlich einen Abbau von Leuten mit sich gebracht. Und der Mensch selber ist im Grunde genommen eigentlich nur mehr überwacht worden. Die Papierfabrik für Steirermühl ist eigentlich sehr wichtig, weil die sehr viele Arbeiter von der Umgebung kommen. Das ist eigentlich ein Arbeitgeber, der, was, wenn der nicht mehr da war, das war ein Lücke von 500 Leuten. So viele Arbeitsplätze sind da in Umkreis nicht. Es wird überall gespart. Ich sage, es wird das Ganze, der Druck wird erhöht, die Leute werden weniger. Es ist mehr oder minder ein Muss geworden, weil man muss heute so ein Unternehmen kaufmännisch führen. Sonst kann man heute, kommt heute eine Firma so nicht mehr überleben. Ja, ich sag, das bringt die Zeit mit sich. Was ist denn die Zeit mit sich? Alle. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Gibt es nur mehr Ausländer da? Nur mehr die Ausländer da. Das ist ja Wahnsinn, was wir Türken und Jugoslawen und Österreich haben. Das ist,
Überher. Siehst du, die Lebensqualität ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Und jeder, das ist schon langsam alles auf. Der ganze, die Steiermühl. Es sind einmal 40 Geschäften gewesen, oder über 40 Geschäften in Steiermühl. Und heute sind nur drei. Wie viele Wirtshäuser, oder? Gasthäuser und überhaupt Geschäften. Heute ist nichts mehr. Hier muss sich der Salzkammergutbesucher bereits entscheiden. Will er über die bequeme, breite Bundesstraße direkt in Gmunden einfahren oder den Weg über die Traun und über Ohlsdorf nehmen? Vorbei am Haus des Dichters Thomas Bernhard. Sie haben die Wahl. Thomas Bernhard hat Weltliteratur geschrieben. Er wird geliebt, gehasst, bewundert. Der Fremde, so gutmütig und gutwillig und in der allerbesten Absicht kann er gar nicht in diese Gegend kommen, wird von den Einheimischen beschmutzt, heruntergemacht. Noch dazu, wo es sich bei dieser Gegend um die rückständigste handelt, die sich denken lässt. An die Nachbarn hat er da nie irgendwas was gesagt drüber. Das hat er uns nie gespielt lassen, oder was, dass wir damals Volk sind oder was, wie es in die Bücher steht. Er ist auch oft raufgekommen zu uns, sind wir da auf der Gartenbank gesessen. Ja, der Bernhard hat alle, wenn er nicht gearbeitet hat, und er hat ja in Österreich eigentlich nicht gearbeitet, dann hat er die Leute verwendet. Naja, über Literatur habe ich leider nichts reden können, weil da muss ich sagen, kenne ich mich doch ein wenig zu wenig aus. Er ist hier oft am Vormittag erschienen und hat den ganzen Tag blockiert. Er hat das für sich in Anspruch genommen. Und wir haben es uns gefallen lassen. Aber es waren eben auch interessante Tage. Was bewegt eine Gemeinde, deren Bewohner als hart, kalt, gemein, niederträchtig hingestellt werden, sich mit dem Autor solcher Sätze auseinanderzusetzen, ja, ihm sogar eine Art Denkmal zu widmen? Also Ohlsdorf profitiert sicher dabei, das ist ganz klar. Das ist bekannt, der ganzen Welt kann man sagen. Ich heiße Franz Josef Altenburg und lebe seit 30 Jahren hier in Breitenschützing mit Blick auf Salzkammergut. Naja, wenn man einmal dort geboren ist, kommt man nicht mehr ganz weg. Und weit, weit weg, weit aus dem Salzkammergut bin ich ja nie gekommen. Und bin dann auf die Keramik gekommen und bin dann zur Baudisch und schon auch mit dem Hintergedanken, vielleicht einmal die Hallstätter Keramik zu übernehmen. Das hat sich aber dann nicht ergeben. Ich habe dann viele Jahre in der Gmundner Keramik gearbeitet. Das ist Gudrun Baudisch. Kurt Onsorg, ein ganz wichtiger und prägender Mann. Hedwig Schrammel, eine Altersgenossin der Gudrun Baudisch. Und was bin ich? Das sind eben die ganz Ersten und ich glaube, dass die doch noch ein bisschen wilder sind oder ursprünglicher sind. Naja, man wird präziser, man wird genauer, man wird vorsichtiger, es wird immer braver. Und darum ist dann der Rückblick oft sehr interessant, wenn man alte Arbeiten sieht, was die noch für eine Frechheit haben. Und an denen arbeite ich jetzt noch. Das sind immer weitgehend ein Format, ein gleichbleibendes Format, das ich mit verschiedensten Kompositionen, sagen wir mal, fülle. Das sind die letzten jetzt. 146. Ich habe noch eine Garage voll mit Zeug. Reich wird man nicht mit Keramik. Es ist ein schöner Beruf, es ist eine herrliche Arbeit. Und ich sage immer, ich kann mir meinen Beruf leisten. Aber verdienen? Nein. Also Keramik interessiert keinen Menschen. Wozu Kleiberl haben wir? Günstige. Wozu Kleiberl?
Und jeder zweite Kundschaftsfasser sagt, die hüpft da aus, was sagt, mein Gott, nein, das Häuschen ist wunderschön, wunderschön. Wir kennen es ja nicht mehr, nicht? Ich sehe die Schönheit von dem Ort sehr wohl und eigentlich ist Hallstatt einer der schönsten Orte der ganzen Welt. Wieso? Ja, schauen Sie, Sie brauchen sich gerade umschauen. Ein pittoresken Ort wie da, den finden Sie, glaube ich, selten auf der Welt. Es gibt natürlich in Hallstatt sehr, sehr schöne, verborgene Plätzchen, die was man auf Ansichtskarten und so nie sieht. Aber da muss man sich Zeit nehmen, wo natürlich das so ist, dass manchmal die Leute, die was nur ein paar Stunden da sind, das nicht mitnehmen können, sondern die schauen sich wirklich nur im Markt Hallstatt an. Kommt einer. Da ist noch einer. Da ist wer. Da ist wieder einer. Da kommt noch wer. Hallo. Ja, das ist Hallstatt. Nimmt man in Kauf, das ist man gewöhnt. Das war schon immer so. Das wäre schlecht, wenn keine Touristen mehr kommen. Sie sind zu schnell da, werden sie durchgeschleust. Was sie sich wirklich denken von uns und was für einen Eindruck haben, das kann ich schwer sagen. Leider Gottes haben wir halt auch diesen Bustourismus, den wir nicht ganz im Griff haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt. High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay, out was the voice of the lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay. Die Tschechen, die kaufen zum Beispiel nur in Kaffee, was ich heraus habe um 92. Die Amerikaner, die kaufen die Bücher mehr. Oder die Heferln, die Sissi-Heferln, Mozart-Heferln. Happy all day, lady, oh, lady. To my favorite stop now. Absolutely beautiful out here. Let's get some pictures, everybody. So we're now at the Lake of Wolfgang Lake. The town down here is St. Gilgen, just closest to us. This is where Mozart's mummy was born. Mozart, yeah, we know. Yeah. The hills are alive with the sound of music. My favorite movie is Sound of Music, so I always want to come to see the place. So I want to see all the lakes and mountains. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. Wird die immer grüßen. Weil da habe ich grüß dich sagen, grüß dich oder grüß Gott oder irgendwas halt. Nicht? Also das Hi und Heil und was sagt der Amerikaner? Ja, ja, weiß, das nehmen wir nicht recht. Das einfach. Wie Sie ja wissen, ist da das alles kaiserliches Jagdgebiet gewesen und wenn der seine Hofjagden gehabt hat, im Salzkammergut, dann sind natürlich aus allen Herren Länder, Herrscher, Fürsten, Grafen und so Sachen hergekommen. Und wie der Kaiser die Schurch, wie es beim Kaiser die Schurch gesehen haben, dann haben sie natürlich auch sowas gebraucht, also braucht. Das ist wie bei einem Popstar, was weiß ich, was der Fan braucht. Hubert von Geusern und Arnold Schwarzenegger sind stolze Besitzer von Geuserer Schuhen. Und so eigentlich sehe ich das, dass das beim Kaiser genauso gewesen ist. Und die sind wieder in ihre Ländereien zurückgekommen. Und dann haben sie, so haben sie eigentlich den Geuserer Schuh, also zum Weltruf praktisch gebracht. Thank you.
der größere Schuh, das Wichtigste vor allem, ist die Dubitnate. Die Dubitnatenschuhe, die sind nicht aufgegangen. Und da haben sie einen gewissen Halt gehabt, mehr in Schnee, wie Gummisohlen sind. Ich halte Wurzgaudi wieder. Es muss ja jede Reise irgendwas wert sein. Da ist es vielleicht so ein Punkt, muss auf einem hohen Berg sein und einen Schnee erleben. Ne? Das nasse Fies kriegen diese ganz wurscht. Geh jetzt hin im Frieden, kommt gleich. Stadtverkirche, Gmunden, Sonntag, 10 Uhr. Was Sie hier sehen, ist der überwältigende Erfolg der Gegenreformation. In der Traunsee-Region gelang es der katholischen Kirche nicht zuletzt durch filmreife Seeprozessionen das Kirchenvolk bei Laune zu halten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Das ist jetzt die Fruchtleichnamsprozession am See, wo die Jesuiten eingeführt haben. 1628. Damals, die Jesuiten sind hergekommen im Zuge der Gegenreformation und die haben sie dann, sie wollten darstellen, den Leib Christi, also von Leichnam heißt der Leib Christi übersetzt, die wollten das eigentlich groß darstellen für die vom Glauben abgefallenen Lutheraner. Drinnen in den zerklüfteten Schluchten von Gosau und Bad Gosernaber, da haben sich Teile der bekannt widerspenstigen Bevölkerung bis heute ihren lutheranischen Glauben bewahrt. Wir haben mehr evangelische wie katholische. Und das ist ganz ein wichtiger Standpunkt da. Naja, die alten Leute sind schon ziemlich religiös. Mhm. Weil wir sind ja praktisch die Hochburg der Evangelischen. Wir nehmen so nach. Ja, bei uns ist jetzt interessant, weil wir werden konfirmiert, aber. Du machst das, obwohl du das nicht willst, aber wenn du das nicht machst, dann bist du halt, das geht innerhalb von 24 Stunden im Dorf die Runde und dann halt entweder die Eltern werden deppern angeschnauzt, dein Kind lässt sich nicht firmen oder sonst irgendeinen Scheiß. Wenn man das nicht tut in der Gosa, da rennt die Leute recht. Und da wird man oft nicht so beliebt, wenn man sich halt nicht konfirmieren lässt. Das ist schon wichtig. Das gehört sich einfach, das ist Brauch. Wenn du dir vorstellst, das sind Dorf für einen Predigstuhl, haben sie da Gottesdienste gefeiert. Von da bin ich aufgegangen am Predigstuhl. Wenn man da halt einen Jungen sagt, du musst, wenn du in die Kirche gehst, da aufgehen, sagt der Spinnstuhl, ich geh nicht einmal da, wo ich sehen kann, auf die Kirche hin. Wenn ich jetzt ehrlich zugeben muss, so mit Religion, dass ich in die Kirche gehe, jeden Sonntag oder so, das kann ich glaube ich gar nicht, weil ich gehe Samstag früh, wie wir Spaß haben. Den Wertewandel, was wir jetzt haben. Es ist nicht mehr so ein Spektakel, würde man sagen, wie es früher mal war, wo 30.000 Leute waren. Dass man sieht, wie weit der Wertewandel schon fortgeschritten ist, da wird im Tourismusbüro angerufen, wo das Bierzelt steht. Es gibt kein Bierzelt. Nein. Weil die Leute nicht mehr wissen, was der von Leichnam eigentlich bedeutet. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Da war es schon so, ich war 10 Jahre, ich war in die Alpen und auch im Ausland unterwegs als Bergführer und habe eigentlich immer gewusst, dass ich daheim einen perfekten Berg habe. Und heute bin ich eigentlich gezwungenermaßen geworden, dass ich meine Bergführerarbeit so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Da haben zwar alle gesagt, das wird nicht und das geht nicht da oben, da kann man nicht leben davon. Aber wir haben eigentlich das Gegenteil bewiesen.
Das sind die Dinge, wo ich wirklich stolz bin, wenn in einer internationalen Freeride-Zeitschrift da Obertrauen drinnen ist, wie in den 60er Jahren, ein bisschen nach dem Motto, wo ein Schnee ist, kann ich mit den Ski runterfahren, gefahren bin. Da habe ich auch noch Anzeigen gekriegt. Und jetzt ist halt das Freeriden. Jetzt sind wir so weit. Und ganz wesentlich ist, wenn man in der Natur ist, eine ordentliche Portion Demut. Ohne die Portion Demut hat man wenig Chancen. Nicht? Einfach das bisschen Respekt, das man braucht mit der Natur. Der Gletscherrückgang, das ist einfach offensichtlich. Nicht? So habe ich natürlich jetzt 30 Jahre so erlebt, was der Rückgang ist und was der Mächtigkeitsverlust ist. Nicht? Und da denkt man sich natürlich schon was dabei. Nicht? Wobei ich immer sage, dass da sowas wie der Hallstätter Gletscher drüben, das ist ja eigentlich in der Relation zu Grönlandeis und alles, ist ja das nur ein Warnlämpchen, das blinkt. Nicht? Und uns aufzeigt, dass Erwärmung, dass sich was ändert. Das Salzkammergut hat sehr, sehr viele Besonderheiten. Es ist sicherlich Österreichs älteste Industrielandschaft. Seit 3000 Jahren mindestens wird hier Salz abgebaut, bergbaumäßig. Mit allem gebührenden Respekt dem Heiligen Vater gegenüber, aber die österreichischen Salinen sind um einiges älter als der Vatikan. Nicht von ungefähr gibt es auch einen Geschichtsabschnitt der Hallstattzeit. Heißt, Sie haben hier Bronzezeit, Sie haben hier eben die Hallstattzeit und Sie haben die Latenzeit und unten am Ort haben es die Römer ja auch noch. Also Hallstatt ist ein Schnellstiegel, mehr oder weniger. Also das Leben ist sicher sehr, sehr hart gewesen. Wir können es uns heute überhaupt nicht vorstellen, wie die Leute das überlebt haben. Also das Härteste war im Prinzip die Arbeit, die schwere Arbeit im Berg. Wie lange haben die gearbeitet? Bis sie umgefallen sind. Wahrscheinlich bis umgefallen sind. Ein 8- oder 7,5-Stunden-Tag nach Gewerkschaftsvorschriften gab es sicher nicht. Das ist Schläge und Eisen, das ist das, was die Bergleute brauchen zu der Arbeit. Heute nicht mehr so oft wie früher. Vor 50 Jahren hat die Saline noch 2.500 Menschen beschäftigt und heute sind es nicht einmal mehr 400. Und damals haben es 50.000 Tonnen Salz hergestellt und demnächst werden es 1,1 Millionen sein. Also das ist schon eine gewaltige Veränderung. Singen Sie mit der Netrebko. Nein, leider nicht. Dann treten wir an zur Salzverkostung. Da haben wir französisches Meersalz. Ja. Fast ein bisschen fischig. Mhm. Und Industriesalz, also chemisch rein, steril. Ich meine, nicht schlecht, aber steril nicht. Und hier. Das ist es. Hart, aber herzlich, wie die Bevölkerung. Das ist Salzkammergut-Salz. Naja, wir leben in den Bergen. Das heißt, es ist eine gewisse Eigenheit ist schon da und es ist auch zum Teil eine gewisse Sturheit da und eine gewisse Eigenbrötlerei ist da. Auch der Schlag der Menschen ist so verschieden. Ein Gmundner, ein Ischler, ein Gäuserer, ja, ganz wild. Der typische Charakter eines Gäuserers ist ein gutmütiger Mensch.
Nur dürfen wir nicht trankern oder wir dürfen nicht betrügen. Da wird der Kölscher narrisch. Ein Trankirchner macht aus, wir sind weder Ebensee noch Munden, wir sind nicht da mittendrin. So sind unsere Kölscher, die Inseln, aber gefährlich. Mein Lieber. Warum gefährlich? Ja, weil wenn du mit so einer Gäuserin was anfängst, mein Lieber, du wirst deinen Lebtag nicht mehr los. Wohl vor meinem Sohn an Weinbeil bunken anken. So, jetzt werden Sie nichts verstanden haben. Das heißt, Karl, fahren wir hinauf auf den Berg, auf den Feuerkogel und essen wir einen Rosinenkuchen. Wie feiler tut's heute auch, Herr Sedan. Das ist der Gusinger. Wie feiler tut's heute auch, Herr Sedan. Und der Gäuserin sagt, heute ringt aber Erik. Zum Beispiel sagt der Gäuserer, was ist ein Ebensee zwischen zwei Blondinen? Immer der Blödere. Also einer schaut den anderen für ein bisschen Blätter an meistens und umgekehrt auch. Zwischen dem See und Gmunden, ja, da ist ein Tunnel. Und was da in die Forst wird, finster. Und was da aus der Forst wird, Man sagt ja, die hochnäsigen Gmundner hätten, herabblickend auf die Ebenseer, beim Bau des ersten Tunnels gemeint, was Gott durch einen See getrennt hat, das soll der Mensch durch einen Tunnel nicht verbinden. Die Rivalität zwischen Traunkirchen und Ebensee und Gmunden kommt eigentlich nur mehr vom Salzhandel her. Weil in Gmunden waren ja die Bürger, sozusagen, die das Salz verkauft haben, und die anderen haben es eben erarbeiten müssen. Bohnen aufstehen. Wir jubeln näher zu. Holland hat eigentlich Traditionen, aber nicht so viel wie hier in Österreich. Es gibt hier überall irgendwo, jeden Tag des Jahres gibt es etwas zu tun. Österreich ist mehr alle zusammen, alle miteinander, mehr ein Gefühl. Das ist auch, was ich spüre, wenn ich hier am Urlaub bin. Im Salzkammergut gibt es noch das Trachttragen. Hat man, ist es wie selbstverständlich, dass man in Tracht geht. Das zeigt schon die Lebendigkeit. Ja, entweder man ist bei der Muse oder da. Ja. Und da ist auf dem meistens die ganze Gruppe in Tracht. Jetzt ist das eigentlich auf was Normales. Wenn man da fällt man oft frei aus der Reihe, wenn man normal angelegt ist, sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich, dass man die Tradition aufrechterhält, dass sie da Leute zusammenhucken und die jungen Leute den Baum da aufstellen. Aber so, dass ich selber persönlich sage, das hätte mich nie gereizt. Nein, persönlich ist mir das schon wichtig. Es ist da, die mich eh nicht so engagieren. Aber ich bin auch noch bei der Musikkapelle und im Fußballverein. Und mit meiner Freizeit möchte ich eigentlich schon was Gescheites anfangen. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz sinnvoll ist. Das wäre, wenn man ständig vom Computer, vom Fernseher hängt.
Gemeldetein und ein wenig Suppen und ein wenig Fleisch und ein wenig Vogels und ein wenig Forst und ein wenig Milch und ein Schäferkurs. Ja, boah, man schmeckt so wie groß, ich so wie groß, ich weiß nicht, sehr weiß, so wie es wappen kommt. Ich bin selber mal fix tanzen gegangen. Ja. Aber nicht lang. Großer ist sicher, das Großer ist irgendwie ein bisschen mehr Bauern, oder? Schon, gell? Nach mir wollte ich mit Bayern gehen. Na ja, ist dann. Na, die Möglichkeit, die hast du eh noch. Ja, aber du hast Fernsehen bringen sie über die Bauer sucht Frau. Nein, da sind ein paar Fäsche dabei, die habe ich mir gestern angeschaut. Da war viel der Fäsche dabei. Ja, sicher. Das hat sich geändert. Ja. Und dann die gemeinten Kochlöffeln, das sind meistens Liebesgaben gewesen an die Liebsten, die hat man dann mitgebracht. Auf Dalmaufe zur Seinerin und wie halt die Holzknechte unterwegs waren. Und das ist eine sogenannte Liebesgabe gewesen. Mama, Handy leid. Das ist sicher der Klaus. Scheiße. In der Fichtau, einer kleinen Region im Salzkammergut, fertigten die Menschen Holzgegenstände an. Wir haben hier drei Puppen. Welche Figur ist da wohl von den Fichtauern? Ich glaube, mit 1 und 3 sind wir da eher am Holzweg. Das Spielzeug ist natürlich auch gemacht worden. Ja, was für Puppen hat es da gegeben? Holzpuppen. Das ist eine Holzpuppen dann. Man sieht es nicht, das ist eine Holzpuppen da. Zum Beispiel. Nicht. Wenn es nichts anderes gegeben hätte, nicht? Ja. Spielen wir sie natürlich mit dem Holzspielzeug auch. Mhm. Ja. Ja, warm in den schönen Augen. Seit dem 19. Jahrhundert ist das Salzkammergut zur österreichischen Schweiz geworden. Nicht nur wegen der Schönheit der Landschaft, sondern auch, weil die Prominenz da war. Sehr viele Künstler, Maler, Literaten, Musiker, Schauspieler. Viel zu klein. Das können nämlich manche nicht lesen, dass es jetzt hier ein Halteverbot gibt. Ausgenommen halten für Hotelgäste. Na, werden wir verbessern. Es fällt uns immer wieder was ein. Kommen Sie. Alles gut. Das ist ein schönes Segel, 20 Grad oder schon. Oh, 17 Stand heute. Da steht 20 Grad. Geschummelt. Ja? Geschummelt. Ja, weißt du, das kennt man halt von der Operette. Mit der Dagmar Koller und dem Vico Toriani haben wir das 1967 in Berlin im Theater des Westens erstmal gesehen. Und wenn immer eine Operette aufgeführt wird, ob in Berlin oder in Mörbisch oder in Linz oder in Wien, wird uns ein neuer Hut aufgesetzt. Aber wir haben eine eigene Identität und wir haben eigene Vorstellungen, wie wir Tourismus machen. Und die wird sich mit dem, was auf der Operettenbühne stattfindet oder im Film, nicht verwandt sein. Und nachdem wir nun einmal das Weiße Rösel sind, wir haben nichts dazu beigetragen, wir sind es geworden, leben wir damit. Und wir leben damit, dass wir 100.000 Vorurteile bekämpfen müssen. Weil die Leute ja in Mörbisch wollen in der Operette, die wissen ja, wie es da ist. Zahlen bitte, Ober, bitte zahlen! Wenn man die Operette kennt, weiß man ja, was man zu erwarten hat. Auch wenn man im Weißen Rösel auf der Terrasse sitzt. Wir werden auch ab und zu angesprochen auf dieses Sind Sie der Leopold und singen Sie einmal was. Aber wie gesagt, das ist halt einfach einmal gewesen. Und wir sind halt nicht zum Singen da. Wir haben nicht Kulisse, wir leben es. Wir sind sie. Das ist unsere Identität. St. Wolfgang macht seit dem 13., 14. Jahrhundert Tourismus. Wir hatten im 14. Jahrhundert 20.000 bis 70.000 Pilger im Jahr hier. Heute haben wir 100.000 Gäste, die bei uns länger bleiben und wohnen. Also wo ist der Unterschied? Und wir haben immer unsere Identität bewahrt. Die Vertreibung und Verfolgung der Juden in der NS-Zeit ist in Oberösterreich natürlich auf das Salzkammergut konzentriert, weil hier so viele Juden ihre sommerfrische Villen hatten oder sich angesiedelt hatten. Und das macht schon auch für die Region, bedeutet das eine Hypothek, die es aufzuarbeiten ist. Ja, man, der absolut konkreteste Anknüpfungspunkt für die Ausstellung hier war ein historisches Ereignis 1943, nämlich die Flucht von Josef Blieser, einem Bad Ischler, aus dem KZ-Nebenlager Hallein nach Bad Ischl, über die Berge. Und diese Fluchtroute
ging unter anderem an Strobl vorbei. Und die Flucht ist auch gelungen durch einen Strobler? Ja, ich würde jetzt weder sagen, dass sie im Salzkammergut besonders viele Nazis aufgehalten haben, beziehungsweise dass das Salzkammergut besonders widerspenstig ist an sich, sondern dass das Ganze immer eine Sache der sozialen Gegebenheiten war. Und es hat in der Zwischenkriegszeit enorme Arbeitslosigkeit ergeben. Und ich schätze mal, dass sie vor allem daraus erklären lässt, warum es relativ viele Nationalsozialisten gegeben hat und auch schon sehr frühe Nationalsozialisten. Das ist aber auch der Grund, warum es im Salzkammergut so etwas wie einen Widerstand gegeben hat. Die Ausgangsgeschichte ist diese Widerstandsgruppen und der künstlerische Teil geht ja weit darüber hinaus. Die Ausstellung ist seit über einem Jahr entwickelt worden mit Künstlern, die was da vor Ort gearbeitet haben und die Arbeiten speziell da für die Ausstellung entwickelt haben. Also das war eine Gruppe von Mädchen, die haben das in die heutige Zeit verlagert. Die haben gezeigt, was Widerstand und Zivilcourage auch im täglichen Leben bedeutet. Da gibt's nichts zu lachen. Danke! An die Volksschule habe ich keine schöne, besondere schöne gute Erinnerungen. Aufgrund dessen meines Aussehens, dass ich auch da der Außenseiter war. Und und Kinder sind jetzt erschreckend ehrlich. Ich weiß immer, ich bin immer als Letztes gegangen und die anderen sind vor mir gerannt und haben wieder gesagt, ja, das ist die Türkin und der wollen wir nicht gesagt haben. Ja. Es sind halt solche Sachen, die halt sehr weh da. Und da habe ich auch viel meinen Eltern auch Vorwürfe gemacht, deswegen, warum wir das überhaupt dahergekommen sind, weil wir da ganz anders. Also zumindest ich, ganz anders behandelt wird. Also, und wirklich auf so eine verletzende Art und Weise. Ich freue mich immer wieder, wenn ich von Salzburg in Salzkammergut komme. Also es ist doch so ein schönes Platzerl ist. Ja, Salzburg ist zwar auch schön, aber es ist ja doch, der wahre Zuhause ist ja doch das Salzkammergut. Başkasını seveceksen, ayrılalım diyeceksen, öldür beni, öldür beni. Felek vurmuş, bir de sen vur. Karip deryasını oldur. Dünya bana mezar olmuş, acımadan öldür beni, öldür beni. Öldür beni. Bu var ama. Basit ne var? Var bir şey var. Kırık ne var? Heutige Tage, wir leben mit europäischen Gemeinschaften, multikulturelles Leben. Aber immerhin, Österreich hat das nicht gegriffen, das ist ein multikulturelles Leben zu leben. Die akzeptieren sie wirklich nicht. Ob du das Stadtbürger bist, ob du 30 Jahre hier bist oder nicht. Auch wenn ich denke, wenn ich 100 Jahre in Österreich bin, wenn ich so weit lebe, werde ich trotzdem ein Ausländer sein. Und das kann man nicht heute und morgen Leute sagen, hey, akzeptiere mich da. Das kannst du nicht zwingen. Das geht nicht. Das ist ein Originalposter aus der Türkei, fotografiert in einer echten Landschaft in der Türkei in der Nähe des Schwarzen Meeres. Und da sieht man eine Landschaft, die ausschaut wie bei uns eigentlich. Man sieht da hinten wirklich so Almen, den See, selbst die Häuser haben irgendwas vom Salzkammergut, wenn man so hinschaut. Es gibt sowas einfach wirklich. Wir sind nur irritiert, weil wir einfach diese Landschaft gewohnt sind und da die Moschee plötzlich entdecken. Hello listeners, I want to really welcome you to Hello Africa, brought to you live from Free Radio Salzkammergut. Ich komme aus Nigeria und ich bin seit 6 Jahren, ich habe seit 6 Jahren in Österreich gelebt. Ich habe Politikwissenschaft studiert in Nigeria und in der Universität habe ich so viel gelernt wegen politischer Freiheit, Gleichheit und religiöse Freiheit, freie Meinung und sowas, weil das gibt es bei uns nicht. Mein Großvater, mein Urgroßvater, Sotman, war der
König, unsere Ort. Mein Urgroßvater, er hat 33 Frauen. Der Kaiser hat nur eine. Und jetzt spielen wir einmal Partnervermittlungsinstitut. Wir haben hier den Franzl, den Franz Josef, von Beruf Politiker aus Österreich, gemütlicher Schnauzertyp von nebenan. Und dann haben wir die Elisabeth, die Sissi aus Possenhofen am Starnberger See. Eher verträumt, verspielt, intellektueller Typ. Schauen wir mal, ob die zusammenpassen. Da schaut man eher fast ein bisschen dominant aus. Sie ist fast ein bisschen zu weltfremd für ihn. Ob das gut geht? Ja, wir sagen, ohne eine Frau oder Sedern. Das heißt nichts anderes, wie mit einer zweiten Frau Liebe zu machen, nicht? Auf Deutsch gesagt. Aber das wird verziehen. Der Kaiser hat ja dann die Schrat als Freundin gehabt. Nicht? Die war die Tänzerin, die Schrat. Und er hat sie jeden Tag in der Früh besucht und hat seinen Kuchen und seinen Kaffee gekriegt. Nicht? Und er hat sozusagen eine Aussprache braucht mit dieser Frau. Er konnte ja mit wen anderen ja gar nicht reden. Mit welchem Bart musste die Sissi jeden Tag ihren Mann beim Frühstück ansehen? Nein, da schaut er aus wie ein Sultan. So, so gehört er. Ganz lang. Das war sie eh nicht da. Mehr war der Kaiser da. Ne? Der Kaiser war jedes Jahr da. Also Sissi ist dann weiter nach Korsika runter. Nicht? Wo hast du denn heute eine Freundin? Nur in Salzburg. Ach so, ist nichts mehr, ha? Ja, es ist okay. So. So, so, Frau Gruber. Ach so, so, na ja, keep on keeping on. I wish you all the best. I'm going on the right of way. This righteous path with the gift of love can let them fools get in the way. Yeah, all right. Wir sind da in Gulsand aufgewachsen. Wir sind mit den Bergen vertraut. Und wir möchten woanders gar nicht sein. Du bringst es so schön, wenn du das größere Tal hier ziehst, umrandet von den Bergen, wo oben und um kannst aufgehen, oben und um kannst was tun. Das ist so was Schönes. Oh, Österreich ist ein sehr schönes Land. Ja, gefällt uns sehr. Wissen Sie, warum ich so lange da lebe? Weil es der schönste Ort der Welt ist. Bin geboren da, bin das erste Mal gestorben da, weil ich schon unter der Lawine fast tot war. Und das zweite Mal wird wahrscheinlich auch da sterben. Das ist so bodenständige und Bodenverbindung mit der Natur, die Menschen da in Gulsand. Wir möchten woanders gar nicht richtig, sein. Richtig, der Einheimische selber bleibt. Ja. Abgründig, wild zerklüftet und schwer durchdringlich. So spiegelt sich die Landschaft des Salzkammerguts in der Seele ihrer Bewohner wider. Bringen Sie also nicht nur etwas Zeit und wetterfeste Schuhe, sondern auch eine Portion Humor mit, wenn Sie den Geheimnissen des Salzkammerguts ganz auf den Grund gehen wollen. Ach, bisschen frisch. Ha. Oh. Als Straßenmusikant genug Tagebogen. Jetzt packen wir wieder ein. Auf Wiedersehen.